Hallo, schönen guten Tag alle zusammen zu unserem 15-minütigen Speed-Webinar heute. Fangen um 16 Uhr an. Ich glaube, eine Minute haben wir noch. Heute mit dem Thema, wie man so eine Vertriebspipeline für sich selbst aufbaut. Ich hoffe, die ein oder anderen Tipps sind dabei, mit denen Sie, sage ich mal, auch weiterarbeiten können danach. Und dann freue ich mich, wenn es gleich losgeht. So, ich glaube, jetzt haben wir es gleich. Punkt. Genau, fangen wir pünktlich an. Also nur für alle, die dazugekommen sind, herzlich willkommen zum 15-Minuten-Speed-Webinar. Und ich würde mich mal kurz vorstellen. Genau, mein Name ist Jerome Stockinger. Ich arbeite hier bei Bilfinger da seit gut einem Jahr und hatte am Anfang die ersten 8 Monate auch als SDR eben die Hauptaufgabe, Pipeline zu generieren. Und da ist natürlich einer der wesentlichen Punkte, wie macht man so eine, wie kreiert man eine erfolgreiche Pipeline für sich selbst, um dann eben auch entsprechend im Vertrieb erfolgreich zu sein. Hier haben Sie ja noch einen LinkedIn-Screen, wo Sie mich gerne kontaktieren können danach. Falls Sie irgendwie Fragen haben oder irgendwelche Punkte unklar waren, können Sie mich gerne jederzeit über LinkedIn einfach anschreiben. Würde mich freuen. Ich habe eine kurze Agenda heute vorbereitet. Wir wollen uns heute mit unterschiedlichen Punkten befassen. Einerseits, wie macht man so eine Recherche? Wie kommt man auf so einen Prospekt oder wie finde ich überhaupt den Kunden, den ich anschreiben will? Zusätzlich dann auch eben eine Kontaktaufnahme. Wie kann man so eine Kontaktaufnahme gestalten über unterschiedliche Kanäle? Und wie funktioniert es mit so einer Follow-up-Mail oder vielleicht eine Stripline, wenn der Kunde irgendwie nicht antwortet? Dann würde ich gerne natürlich auf die Cold Calls eingehen. Von vielen Vertrieblern ein gehasstes Thema, aber hat auch sehr gute Vorteile. Und am Schluss würde ich nochmal eine kurze Zusammenfassung geben. Genau. Genau, generell ist auch so ein persönliches Mindset im Vertrieb immer ziemlich wichtig. Für mich auch immer ein sehr wichtiger Punkt, auch was man in der Mitte sieht, diese Priorisierung, nach was man eigentlich zuerst macht oder nach welchen Kunden man zuerst umschaut. Und da ist es einfach wichtig, dass sie diese unterschiedlichen Kunden auch ranken. Und wie wir das machen, gucken wir uns nachher nochmal an. Zusätzlich natürlich Spaß an der Arbeit gehört natürlich immer dazu im Vertrieb, um sich auch einfach selbst zu motivieren. Und auch zusätzlich sowas wie Effizienz und so ein Zeitmanagement ist immer besonders wichtig und auch so eine Kontrolle über die eigene Pipeline, um eben zu sehen, dass man da nicht irgendwelchen Geistern hinterherjagt. Gut, und dann kommen wir jetzt hier zu Ressourcen. Also wir, wo ich angefangen habe, über Bilfinger, da war ich sehr viel auf Messen, was ja momentan leider nicht mehr möglich ist, weil man hier einfach sehr gute Kontakte aufbauen kann. Man hat da meistens immer gleich die richtigen Ansprechpartner vor Ort. So ein Messegespräch oder ein persönliches Gespräch ist immer wesentlich effizienter als jetzt zum Beispiel eine E-Mail. Daher haben wir diese Ressource Messe natürlich immer gerne für uns genutzt. Und zusätzlich natürlich LinkedIn, kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen, einfach zu schauen, was macht die Firma da, haben wir da einen richtigen Ansprechpartner? Und zusätzlich natürlich die Internetseite von unseren Prospects, wo wir einfach genauer schauen können, was machen die, haben wir dann einen Business Case, den wir bearbeiten können, etc. Und da würde ich Sie jetzt gerne mal fragen, welche von den drei Ressourcen Sie in Ihrem Alltag verwenden für den Vertrieb? Ich würde dann kurz ein paar Sekunden warten, da würde ich das auch dann die Ergebnisse gerne einblenden. Gut, da sehen wir es eigentlich ganz deutlich. Messen sind 47%. Da müssen wir heute auf jeden Fall schauen, weil es ja keine Messen mehr gibt, wie sie da erfolgreicher per E-Mail werden. Und da hoffe ich, dass wir hier ein paar gute Tipps dabei haben, die sie dann auch wirklich im Alltag anwenden können. Genau, bei so einer Kundenrecherche ist für uns immer sehr wichtig, da ist die Internetseite meistens ausschlaggebend. Da schauen wir einfach über die Referenzen beispielsweise, was wir sind jetzt ein Lead-Provider, also eine Firma, was in der Baubranche sozusagen hilft, Pipeline zu generieren. Und da sehen wir zum Beispiel die Referenzen, ob das ein interessanter Kunde für uns ist. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für Ihre Branche. Und was wir dann machen, wenn wir gesehen haben, ja, da ist ein Case, das ist ein guter Fit, da denke ich, dass wir einen Mehrwert schaffen können,
ist für uns immer wichtig, eine Einstufung zu machen. Wir machen es hier oft auch nach der Größe und nach dem Umsatz, um einfach zu sehen, so was ist da für uns die Priorität. Und dann können Sie es einfach durchranken, A bis C, und dann entsprechend auch dann priorisieren. Zusätzlich, wenn Sie dann, sage ich mal, den Kunden identifiziert haben, den Sie angehen wollen, ist für uns erstmal wichtig zu entscheiden, wer ist das Buying Center? Wer ist die Kontaktperson, die für mich wahrscheinlich die Entscheidung treffen kann, ob so eine Lösung gut ist oder nicht? Und hier bietet sich natürlich LinkedIn oder die Homepage an, um einfach den entsprechenden Ansprechpartner direkt auszusuchen. Wenn wir dann den Ansprechpartner rausgesucht haben, brauchen wir natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit, diesen zu kontaktieren. Und hier können wir entweder über die E-Mail-Adresse, die wir herausfinden, über LinkedIn, zum Beispiel, wenn Sie einen Business-Account haben, oder eben auch Telefon, wenn Sie fragen, den und den würden wir gerne kontaktieren, dann können Sie darüber gehen. Und ein sehr guter Punkt, Sie nehmen auch diese Messen, da kriegen Sie Visitenkarten. Da haben Sie dann meist die Kontaktdaten und manchmal ist sowas auch einfach auf den Homepages der eigenen Firmen dann veröffentlicht. Wenn Sie dann sage ich mal, die Sachen in die Vorrecherche gemacht haben, kann es eigentlich auch schon losgehen. Und was wir immer gerne machen, ist zum Beispiel den Erstkontakt über LinkedIn herstellen, weil das ja am einfachsten ist, denjenigen direkt anzusprechen und derjenige hat sehr wahrscheinlich Ihren Namen schon mal gehört und auch vielleicht ein schönes Foto dazu gesehen. Erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie danach eine E-Mail schicken, dass auch im Unterbewusstsein derjenige dann trotzdem diese E-Mail liest. Und genau, dann haben wir eben zwei Möglichkeiten, HubSpot zu verwenden für so eine automatisierte E-Mail-Adresse, also E-Mail-Reach-Out oder zusätzlich dann eben eine manuelle. Hat alles Vor- und Nachteile. Per HubSpot ist es halt einfach so, dass wir zwar einen größeren Bund gleichzeitig erwischen können oder anschreiben können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sowas im Spam-Ordner landet, ist leider auch erhöht. Und Sie können bei so einer manuellen E-Mail auch viel besser personalisieren und besser auf den Kunden persönlich eingehen. Deswegen wird es uns auch immer gerne bevorzugt. Hier wäre meine Frage, wer von Ihnen denn für den Vertrieb HubSpot verwendet? So, da sehen wir, das verwenden ziemlich wenige. Das ist auf jeden Fall ein Tool, was sehr, sehr wirkungsvoll ist. Ich zeige Ihnen auch gleich, warum oder wie Ihnen das auch im Vertrieb helfen kann. Vielleicht könnten Sie sich das im Nachgang auch anschauen oder ist für Ihre Organisation vielleicht auch hilfreich. So, wir haben jetzt hier ein paar Beispiele rausgesucht. Einerseits hier ein LinkedIn-Ausschnitt, wie ich jemanden vorher angeschrieben habe, ob wir ihn auf der Messe besuchen können. Für uns immer sehr wichtig, weil jemanden einfach so auf der Messe überfallen, wird meistens nicht so gern gesehen, weil die ja eigentlich da sind für ihre Kunden und nicht, um da was verkauft zu bekommen. Daher einfach vorher abchecken, ist da Interesse da, wollen wir uns über das Thema unterhalten und dann können Sie auch wirklich vorbeigehen und dann einen Termin ausmachen. Hier auf der rechten Seite sehen wir jetzt eine E-Mail, das nennt sich bei uns auch Basho. Eine Basho ist eigentlich immer so gemacht, dass wir am Anfang, also in dem ersten Part, die Person googeln oder schauen, was gibt es über die Person zu finden oder über die Firma zu finden, wo wir vielleicht auch helfen können. Zum Beispiel hier habe ich rausgesucht, da ging es um einen Geschäftsführer, der jetzt da gerade die Abteilung, also Geschäftsführung für Vertrieb übernommen hat weltweit und dass seine Fokussierung auf eine Erschließung von internationalen Märkten liegt und habe das da einfach gleich mit reingepackt, weil wenn er die E-Mail öffnet, dann denkt er sich, ja, derjenige hat sich da auch Gedanken gemacht, der will wirklich da auch mit mir in Kontakt treten. Und habe darunter den kurzen Pitch eingepackt und dann unten sieht man auch nochmal so ein Call to Action, wo man einfach gleich einen Vorschlag macht, ob er da eben Zeit hat, dass wir kurz telefonieren. Oben, wo Sie sehen, da geöffnete E-Mails, das ist eben HubSpot. Damit können Sie einfach tracken, wie oft dann Ihre E-Mails, die Sie versendet werden, auch geöffnet werden. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Indiz, um schlussendlich zu priorisieren auch wieder. Wenn ein Kunde oder ein Prospect, sage ich mal, eine E-Mail 20 Mal öffnet, dann ist da definitiv wahrscheinlich Interesse da oder irgendein Use Case und dann würde ich die natürlich auch eher anrufen als wie jemand, der die E-Mail noch einmal geöffnet hat. Wenn wir dann die erste Kontaktaufnahme durchgeführt haben, kommen wir zum Thema Cold Call. Generell ist es immer so, dass man hier natürlich immer auf die Uhrzeit schauen muss und auch auf jeden Fall wissen muss, wen man anruft. Das ist essentiell. Nicht, dass man einfach so anruft und fragt, so, ja, Sie haben da gehört, da ist irgendwas, sondern genau diese Person, die Sie angeschrieben hat, auch verlangen. Und hierzu eignet sich es vor allem auch, also was wir oft machen, wir verkaufen oder besser gesagt, unser Buying Center sind eigentlich immer Head of Sales oder auch Geschäftsführer.
Und hier ist der beste Weg, eigentlich zu Sekretärin sich verbinden zu lassen und dann eben zu schauen bei der Sekretärin, dass wir da halt einfach Priorität bekommen, indem wir auch vielleicht Namen droppen mit Firmen, die in direkter Konkurrenz mit dieser Firma steht, um einfach die Priorisierung hochzusetzen, um dann auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man auch am Schluss dann wirklich durchgestellt wird. Wie es so oft leider ist, kriegt man oft die erste E-Mail leider auch nicht immer eine Antwort. Und daher ist es sehr essentiell, dass Sie eine Follow-up-Mail schreiben. Wie Sie das machen können, entweder über LinkedIn natürlich, bietet natürlich eine gute Möglichkeit, weil derjenige das sehr, sehr wahrscheinlich liest. Oder eben auch hier, wie rechts man sieht, einfach wieder per E-Mail, um einfach eine Erinnerung wieder hervorzurufen. Wir haben festgestellt, dass wir teilweise bis zu 8 Touchpoints brauchen, um auch wirklich da mit den Personen dann in Kontakt zu treten und dann auch wirklich ein Gespräch zustande kommt. Dann natürlich wieder Call Call. Solange wir beim ersten Mal nicht durchgekommen sind, wir brauchen mehrere Touchpoints. Wir müssen hier einfach versuchen, die Person zu erreichen, um am Schluss auch in ein Gespräch verwickelt zu werden. Zu guter Letzt, bei uns auch immer wichtig, damit Sie auch ein aufgeräumtes System haben oder eine aufgeräumte Pipeline. Wenn der Kunde nicht antwortet, ist es auch vollkommen in Ordnung. Schreiben Sie eine Stripline. Bedanken Sie sich am Schluss trotzdem für den Austausch, der eigentlich nicht stattgefunden hat, aber trotzdem immer höflich bleiben, das ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Und viele Leute antworten auch einfach auf die Stripline und dann kommt das Gespräch zustande. Das kommt immer darauf an, Sie können sich vorstellen, wenn Sie einen Geschäftsführer anschreiben, der hat sehr viele andere Sachen im Kopf oder auch kriegt tausende E-Mails am Tag, da kann schon mal die ersten 2 E-Mails auch untergehen. Und von daher ist es dann wichtig, dass die dann auch für sich beenden können den Fall und sagen, okay, da ist jetzt vielleicht kein Interesse da, probieren wir es in ein paar Monaten nochmal. Gut, sind wir eigentlich schon fast am Ende. Zusammengefasst kann man sagen, verwenden Sie unterschiedliche Vertriebskanäle wie LinkedIn, Messen, auch Homepages, um eben Ihren Prospekt rauszusuchen. Priorisieren Sie, das ist besonders wichtig, um einfach zu wissen, wo Sie Ihre Zeit investieren und personalisieren Sie Ihre Nachrichten. Das ist einfach was, was einfach dazugehört und wo Sie wahrscheinlich sehr erfolgreich sein werden, wenn Sie damit anfangen, wenn Sie es noch nicht tun. Zusätzlich nutzen Sie Kanäle wie LinkedIn und E-Mail, Telefon für die Kontaktaufnahme, seien Sie da einfach flexibel. Es gibt auch Leute, die einfach mit E-Mail-Verkehr besser sind oder Leute, die einfach per Telefon schneller sind. Da müssen Sie für sich einfach erfahren, was da Ihre Stärken sind und wo Sie da am erfolgreichsten dann damit fahren. Zusätzlich generieren Sie so viele Touchpoints wie möglich. Verwenden Sie Follow-up-Mails, schreiben Sie Striplines, rufen Sie mehrmals an, einfach am Ball bleiben. Das hat sich einfach schon bewährt gemacht. Auch wenn Sie da denjenigen eine Woche lang nicht erreichen, lassen Sie sich nicht entmutigen. Im Vertrieb ist das halt immer so ein Ding. Zu guter Letzt sortieren Sie die Prospects aus, wenn Sie keine Rückmeldung bekommen, um einfach wirklich eine Pipeline zu haben, mit der Sie wirklich arbeiten können und da auch wirklich dann keine Geister versteckt sind. Dann war es auch schon. Dann hoffe ich, einige Tipps waren dabei, die vielleicht noch nicht bekannt waren und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Webinar wieder mitmachen. Wiedersehen.